Heute sind wir zu Gast bei Stefanie Krümker, die sich für Frauen aus Osteuropa in Haushalten pflegebedürftiger Menschen engagiert hat. Frau Krümker, wie erleben Sie diese Situation der Frauen? Das Erste, was auffällt, ist, wer erlebt die Situation dieser Frauen überhaupt? Diese Frauen leben meistens ziemlich zurückgezogen in den Haushalten pflegebedürftiger Menschen, sind dort viele Stunden, zumindest in Bereitschaft für diese Menschen da, haben meistens nur wenige Stunden in der Woche frei und eigentlich nehmen nur die Menschen, die in diesen Haushalt kommen, Pflegekräfte der Sozialstation zur Behandlungspflege, der Hausarzt und eben Menschen, die die Krankenkommunion zu den Alten bringen, die Situation dieser Frauen überhaupt wahr. Sie sind eigentlich sehr verborgen, aber in vielen Haushalten in unseren Dörfern und Städten tätig. Die Situation ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Bedingungen in der jeweiligen Familie sind. Ob die Frauen auch Unterstützung bekommen, ob man auch respektiert, dass sie auch ihren Freiraum haben oder ob sie in ganz, ganz großem Ausmaße Erwartungen erfüllen müssen, die wirklich an die Substanz gehen. Immer ist ihre Arbeit anstrengend, da es häufig Menschen sind, die demenziell erkrankt sind und viele, viele Stunden am Tag mit jemandem demenziell Erkrankten zusammen sein, das kostet auch Kraft. Auf der anderen Seite muss man die Frauen in ihrer Entscheidung, in Deutschland zu arbeiten, wirklich ernst nehmen. Das ist für Frauen oft mit nicht besonders guter Ausbildung in mittleren Jahren eine Möglichkeit, wesentlich zum Familieneinkommen in den Heimatländern beizutragen. Ja, und was waren darauf bezogen notwendige nächste Schritte? Es gibt Best Practice-Beispiele. Caritas-Verbände, die zusammen mit Krankenkassen Lösungen gefunden haben, Arbeitsverträge, die auch nach unserem Recht gültig sind, die die Situation aus dem Dunkelfeld holen, die sich auch um noch eine bessere Qualifizierung der Frauen bemühen und die ganze Situation aus diesem Grauen ins Helle holen und sowohl für die, die die Pflege bekommen oder die Unterstützung im Haushalt, als auch für die Frauen sich bemühen, die Situation zu verbessern. Diese Beispiele zu nehmen und zu schauen, wie man die auch in anderen Bundesländern verwirklicht, wie wir die verstärkt umsetzen können, das hielt ich für einen notwendigen Schritt.